Eine Spielzeit ist vorbei und damit auch 10 Monate Rampenfieber. 10 Monate, in denen wir so aktuell wie möglich über unsere Premieren informieren wollten und über die Welt hinter den Kulissen. Damit wollten und wollen wir Ihnen auch in Zukunft die Menschen näher bringen, die zum Gelingen einer Vorstellung beitragen oder, poetisch ausgedrückt, die die Magie der Bühne erst wahr werden lassen. Wie gesagt, mein Name ist Michael Lopez, ich bin der neue Moderator und führe durch die Sendung. Also kommen Sie mal mit. Im September war vieles neu. Nicht nur der Moderator, auch einige Angestellte am Theater. So brachte Antje Herle in ihren Rollen als Julia, Hexe im Zauberer von Oz und als Candy im Kuckucksnest frischen Wind in die Gemäuer am Augustinerhof. Hallo, ich bin Antje Herle. Entschuldigung. Wir üben das jetzt. Es tut mir leid, ich bin kamerascheu. Nur zur Info, ich bin ja auch Theaterschauspielerin, nicht Filmschauspielerin. Also nochmal. Mein Werdegang. Geboren bin ich in Tübingen, wo ich auch zur Schule ging. Dort habe ich mein Abitur gemacht. War danach in Berlin und habe assistiert an verschiedenen Spielstätten. Und es geht so nicht. Moment. Hallo, ich bin Antje Herle. Ich nehme keinen Küchensalat. Entschuldigung. Michael Opelders weckte auch einen neuen Moderationsgeist, mit dem zusammen er spontan einige neue klassische Momente schuf. Das Stück mit der berühmten Balkonszene. Ah, da, Frau Koslowski. Wie ist es? Was macht der Rücken? Eine seiner ersten Moderationen führte uns zum Meister der Kampfchoreografie am Theater Trier, Alexander Urt. Er wirkt wie ein Kindergeburtstag 8 bis 10. Und damit die Kampfszenen auf der Bühne echt wirken, müssen die Schauspieler nicht nur ihren Text lernen, sondern sie müssen komplizierteste Choreografien mit diversesten Waffen beherrschen. Im Ensemble Trier haben wir einen besonderen Fachmann für dieses Handwerk, Alexander Urt. Wir haben ihm und seinen Kollegen beim Training zugeschaut und sie gefragt, worauf es bei Bühnenkämpfen besonders ankommt. Das heißt, die Waffen sind alle so gestaltet, dass sie keine Schnittverletzungen verursachen können. Manche Waffen sind so flexibel, dass auch beim Stoß nichts passieren kann. Und das andere Thema ist natürlich, wenn wir ohne Waffen kämpfen, müssen wir den Kampf so gestalten, dass es für den Zuschauer die Illusion echter Gewalt entsteht, aber tatsächlich nichts passiert. Das heißt, wir müssen tricksen. Wir machen Geräusche, indem wir uns mit der Hand auf den Körper klatschen, das ist natürlich verdeckt, im Idealfall sieht das niemand, und knapp daneben schlagen. Und nur durch die Position des Zuschauers oder der Kamera entsteht der Eindruck, dass es da einen Treffer gibt. Also diese Waffe nennt man langes Schwert, ist aus dem Hochmittelalter, würde sagen 13. bis 14. Jahrhundert, ist bekannt bei uns aus verschiedenen Fechtbüchern dieser Zeit. Das ist jetzt die Theaterkombination schlechthin, das ist ein Rapier und in der linken Hand ein sogenannter linke Handdolch oder Parierdolch. In dieser Kombination wurde zu Shakespeares Zeiten auch gefochten. Und in ganz vielen Stücken von Shakespeare bezieht er sich auf diese Fechtweise. Hier haben wir einen Hofdegen. Das ist eine Waffe, die kam später in Mode als das Rapier. Der Hofdegen ist eine fast schon reine Stichwaffe. Die Schnitte, die damit ausgeführt wurden, waren sehr kurz, ohne große Ausholbewegung, wie zum Beispiel beim Sportsäbel. Ein Roadmovie. Hast du voll glühen lassen? Das wird geschnitten. Okay. Truckstop, genau. Ich sitze auf meinem Bock. Schon 48 Stunden. So, an einem etwas regnerischen Oktobertag begleiteten wir Vanessa Down, unsere Mama Monster, in dieser sehr ernsten Schultheaterproduktion zu einer ersten Testaufführung nach Bernkastel-Kues. Wo ich den Holzlaster da vorne sehe, kennt ihr Final Destination? Ich hätte mal unbefangen. Ja, ganz so, sei doch mal spontan. Cup und Chino.
Cappuccino macht müde Männer morgens munter. Ist zu heiß, jetzt kann ich nicht trinken. Gesagt habe ich nichts, wie denn? Bin doch nicht ich, mir ist doch nichts passiert. Aber die hätten noch was merken müssen, hätten noch rumschreien müssen, rumbrüllen, gerne runterhauen oder mich verstehen. Ich habe darauf gewartet oft. Frühstück und Abendbrot war eh nicht zusammen. Das haben die nur durchgezogen, als wir noch kleiner waren. Warum ist es bei mir so gelaufen? Wenn man naiv ist, wenn man plötzlich was hat, was man nicht haben will, und keiner sieht es und keiner sagt einem, was man tun soll. Und das soll dann schuld sein. Bestraft für was alle tun. Monster. Ja. Mama, nie wieder. So ist das. Und dann fand ich total interessant, weil man das noch nicht erlebt hat. So, man hat ja schon vieles gesehen, aber das nicht. Und da waren wahrscheinlich alle, also ich zumindest war mal so, ja, ich würde nicht sagen skeptisch, aber neugierig darüber, wie es ist. Und ich fand das also sehr interessant, also war wirklich sehr, sehr gut. Und man, also ich denke mal, also ich habe mitgefiebert. Also was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter, was erzählt sie jetzt wieder, so die verschiedenen ja, Eindrücke fand ich sehr interessant. Entschuldigung, darf ich mal durch? Michael Opelders führte aber nicht nur als Moderator durch die Sendung und das Theater. Er hatte auch zusammen mit dem Regisseur Jürgen Lorenzen und Sebastian Matz am Piano einen Wilhelm-Busch-Abend kreiert, der übrigens in der nächsten Spielzeit weitergeführt wird. Ich hab mein Weibchen nicht mehr gern. Man kann mit ihr nicht mehr verkehren. Und ich frag mich bloß, wie werd ich sie los? Schießen mag ich nicht, da komm ich vor still. Ich schütt kein Gift in ihren Tee. Ich hab ne bessere Idee. Ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren. Denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Vielleicht kommt ein Löwe, oh Schreck, schnappt meine Clara mit weg. Drüben ist übrigens einer der Bühneneingänge, den die Techniker und Schauspieler benutzen. Halt, da können wir jetzt aber nicht rein, weil da wird gerade Anna Tefka geprobt. Dazu später mehr im Premierenüberblick. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Maske zeigen. Ja, und in der besagten Produktion Anna Tefka konnten wir als Gaststar die kroatische Schlagerdiva und Winnetou-Schauspielerin Dunja Reiter also auf der Trierer der Bühne begrüßen. Reinl und der Produzent Horst Wendland, kamen dann an die Akademie und haben gesucht, so kleine Rollen und Statisten für ihre Verfilmung von ersten Winnetou-Film, das war Winnetou 1. Und die haben so geschaut, das waren viele meine Kollegen da und mich ausgepickt und haben gesagt, die könnte gut sein für Belle. Ich habe das noch nicht verstanden, was das für eine Rolle ist und so. Und dann haben sie mich sprechen lassen, so normale Sachen. Und dann war das gebunden. Die haben gesagt, sie sind engagiert. Ich habe das alles noch nicht verstanden, was das ist. Und wie nicht geahnt damals, was für riesige Erfolge diese Karl-May-Filme sein werden. Michael Opelders öffnete für sie viele Türen hinter den Kulissen und verschaffte ihnen auch einen Einblick in die Welt der Tänzer. Zumindest der Neuen in dieser Spielzeit. Hallo, mein Name ist Erin Kavanagh. Ich komme aus Australien und bin hier neu im Trier. Angefangen diese Spielzeit, freue ich mich sehr. Und arbeite jetzt gerade in unserer neuen Premiere, die heißt Piaf. Und ich mache da eine schöne Gruppearbeit und es ist schön, auch die schauspielerischen Sachen auszuleben in diesem Stück. Freue ich mich sehr. Die Produktion Piaf entwickelte sich zu einem absoluten Publikumsrenner. Mit dem letzten Ton sprangen die Zuschauer auf und spendeten nicht enden wollenden Applaus.
Wir haben mit der Kamera beobachtet, wie sich die Tänzer hinter den Kulissen auf ihren Auftritt vorbereiten. Im November schließlich stattete einer der Söhne Trias seine Heimat mal wieder eine musikalische Stippvisite ab. Bei der Opernproduktion Leporellos Tagebücher hielt er sozusagen die Fäden in der Hand. Gerade zu meinen Stärken gehört. Ich würde mir wahrscheinlich die Finger blutig stechen. Aber einen möchte ich Ihnen vorstellen, der vielleicht sogar das kann. Gildo Horn. Und ich habe keine Ahnung von Klassik. Aber wir haben darüber haben wir unheimlich viel rumgewitzelt und dann habe ich ihm gesagt, komm, schreib einfach mal eine Oper für mich, mach da mal irgendwas. Und dann rief er zu mir an und sagte, ich habe eine Bearbeitung von Don Giovanni, von Mozarts Don Giovanni geschrieben, habe ihm natürlich auch überhaupt nichts gesagt. Dann habe ich mir meine DVD irgendwie zugelegt mit Don Giovanni drauf und habe mir das angeguckt und es ist einfach wunderbare Musik. Ne? Also ich meine, Mozart gilt ja auch als Popkünstler unter den Klassikern. Ich spiele in Leporello, wie man das Ganze mit Kammerorchester. Erstmal klein, also small is beautiful. Don Giovanni ist schon gestorben. In der Originaloper stirbt Don Giovanni am Schluss. Ne? Die Originaloper ist aber auch 3,5 Stunden lang. Dezember heißt Ruhe, Besinnlichkeit, adventliche Stimmung. Deswegen haben wir heute auch kein Roadmovie vorbereitet. Wir rasen auch nicht durchs Theater, nein. Heute nehme ich mir mal richtig Zeit und wir können gemütlich durchs Dezemberprogramm gehen. Herr Opeldes, bitte zum Soundcheck auf die Bühne. Herr Opeldes, bitte, Herr Opeldes. Wir stellen Ihnen heute die Produktion Männer, unsere aktuelle Produktion, vor, die am 6. Dezember Premiere hat. Männer ist ein Liederabend von Franz Wittenbrink, der durch die Höhen und Tiefen des sogenannten starken Geschlechts führt. Musikalische Leitung hat Joachim Meyer-Ullmann, Regisseur. Herr Opeldes, bitte zum Soundcheck auf die Bühne. Herr Opeldes. Ja, ich komme ja schon. Als Gast und echten Mann begrüßen wir Helmut Leinbecker. Herr Opeldes, bitte zum Soundcheck. Ja, sag mal, hat man denn nicht eine Sekunde hier? Herr Opeldes, bitte zum Soundcheck. Kurz, ich fliege gleich zurück. Herr Opeldes, ihr könnt ja vielleicht schon mal den Film fahren, ja? Herr Opeldes, bitte zum Soundcheck. So, da bin ich wieder. Wie Sie vielleicht gesehen haben, spiele ich auch eine kleine Rolle in Männer. Man könnte vielleicht sogar sagen, eine kleine Hauptrolle, einen sogenannten... Herr Opeldes, bitte sofort in die Kantine. Die Teller müssen noch gespült werden. Ey, sag mal... Herr Opeldes, bitte die sofort haben alle Tassen in die Kantine. Im Schrank. Oder einen Moment die Teller mal. Müssen noch gespült werden. 4 Pförtnerinnen teilen sich hier den Dienst. Die Chefin ist Sabine Dietz. Das ist schon mit den Jahren jetzt Routine. Man weiß durch einen Tagesplan, wer ins Haus kommt. Die Mitarbeiter, wer in der Früh schon da ist, das ist die Schneiderei und die Technik. Herr Opeldes, bitte in die Schneiderei. Und sonst. Sie haben den Faden ein bisschen notieren. Verloren. Es ist immer was los. Während die Pförtnerinnen die Torwächterinnen des Bühneneingangs sind,
ist die Theaterkasse die erste Anlaufstelle für Sie, unser Publikum. Was die Mitarbeiterinnen in diesem Bereich alles zu tun haben, erklärt Ihnen nun unsere Kassenleiterin Ute Behrens. Herr Opelders, zum Ankurbeln bitte auf die Drehbühne. Michael Opelders, bitte. Also nun zu unserer Insel. Herr Opelders, zur Aufnahme von Stille Nacht. Ja, bitte. Danke schön. Ich hab's mir gedacht. Herr Larsen, können Sie nicht vielleicht für mich übernehmen? Vielen Dank. Gleich wieder da. Herr Opelders, bitte in die Tonregie. Oh, ja, gerne. Dankeschön, Herr Larsen. Den Rest schaffe ich jetzt alleine. Ja, das war das Stichwort. Dies war die letzte Sendung von Rampenfieber in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen im Namen des Theaters Trier ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Januar wieder. Also machen Sie es gut. Oder machen Sie es besser. Gehen Sie ins Theater. Ihr Michael Opelders. Der Dezember hatte also seinen eigenen, stillen Charakter. Aber im Januar wurde unser nun schon etablierter Moderator mit einem neuen Problem konfrontiert. So richtig allein ist man nie und nirgends. Bitte? Naja, ich bin irgendwie aus meinem Text rausgefallen und jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Stück ich bin oder wer oder was. Bitte? Ist ja auch egal. Mach einfach weiter und vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich es sehe. Okay, dann stellen wir das Thema Dirigieren erstmal hinten an und beginnen mit unseren Premieren. Ja, das finde ich korrekt. Eines langen Tagesreise in die Nacht von Eugene O'Neill beschreibt die Zeit zwischen Morgen und Mitternacht eines Tages im Jahre 1912 und zeigt das Leben und das Leid einer amerikanischen Familie. Der geizige Vater James Tyrone, seine morphiumsüchtige Frau Mary, der trinkende Sohn Jamie und der kranke Sohn Edmund sind einander in Hassliebe verbunden und unfähig, sich aus den gegenseitigen Abhängigkeiten zu lösen. Inszeniert wird das Stück von Peter Ries. Wer? Peter Ries. Ah, Peter Ries. Der zum ersten Mal am Trier Theater arbeitet. Peter Ries. Wer? Peter Ries. Ah. Ist nicht nur ein spannender Regisseur, der die Schauspielkollegen begeistert, sondern er hat auch eine Ausbildung als systemischer Organisationsberater. Ja, systemischer Organ... Was ist das dann? Genau weiß ich das auch nicht. Auf alle Fälle basiert das Ganze auf Erkenntnissen der Familientherapie. Somit hat das Stück eines langen Tages Reise in die Nacht auf alle Fälle den passenden Regisseur gefunden. Wen denn? Peter Ries! Wir haben ihn, Alexander Urth und die Gastschauspielerin Johanna Liebeneiner in der Kartäuserstraße bei Proben besucht. Herr Ries ist auch Gast, aber innerhalb von 9 Tagen spätestens haben wir uns eigentlich jetzt hier, also wir reden miteinander alle, als ob wir uns schon lange kennen. Das erfordert dieses Stück natürlich, dass man aufeinander hört, dass man sich beobachtet. Und das Stück ist ja eigentlich ganz fürchterlich. Und deswegen lachen wir auch sehr viel, weil man kann das ja sonst gar nicht aushalten. Wie vorhin schon gesagt, Dirigenten sind die einzigen, die kein Instrument spielen. Und sie stehen mit dem Rücken zum Publikum. Das Publikum begrüßt sie sogar mit tosendem Applaus, noch bevor die erste Note gespielt wird. Sie können es sogar zu Weltruhm bringen. Das klingt schon eher nach mir. Wir reden aber von Dirigenten. Viktor Pühl ist einer von ihnen. Als neuer Generalmusikdirektor in Trier löste er schnell Begeisterung aus. Die Technik? Also pur, die wer jeder kennt, wie ein Choreograf, der hat Pas de Deux, Jeté und alles. Das sind alle technische Sachen und die muss man natürlich in eigene Körper einbauen und jeder Körper ist anders, jeder Dirigent ein anderer Körper, ein anderes Empfinden von der Musik, deswegen ergibt sich auch ein anderes Tempo, eine andere Geschwindigkeit. Also er kommt am Pult, macht die Arme hoch, Arm runter und der Orchester klingt anders.
Und das kann man nicht so erklären. Selbst die Dirigenten selber können das nicht erklären. Also muss man leben mit seinem Klang, muss man leben mit seinen Bewegungen. Und deswegen ist das ganz speziell auf Individuum zurückgeschnitten. Step on America. Weil wir dazu leider keine Orchesterprobe zeigen können, lud uns Viktor Pyl kurzerhand in sein Büro ein. Dort erklärte er uns nicht nur, was es mit dem Titel auf sich hat, sondern er gab uns auch noch den DJ. Das ist es, das wundervolle Zwischending. Ach, das wundervolle Zwischending. Das wundervolle Zwischending. Wieso erwähnst du das erst jetzt? Das ist es. Wir haben noch gleich Proben hier. Na prima, dann bleibe ich einfach hier sitzen. Klasse. Danke. Na, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Hm. Also, machen Sie es gut. Oder machen Sie es besser. Gehen Sie ins Theater. Wundervoll. Und schon im Februar wurde das neue Problem zum neuen Moderator erklärt. Tim Ulrich Stöneberg mutierte zum Anchorman der theatereigenen Nachrichtensendung. Ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Also gut. Herzlich willkommen zu Rampenfieber, dem Magazin des Theaters Trier. Mein Name ist Tim Ulrich Stöneberg. Hey, da steht mein Name, cool. Und ich führe Sie heute durch die Sendung. Die erste Premiere im Februar ist das wundervolle Zwischending von Martin Heckmanns. Am 12. Februar im Studio. Da spiele ich mit. Das ist klasse. Michael Opelders würde jetzt sagen, da spiele ich eine kleine Rolle übrigens. Eine kleine Hauptrolle, könnte man sagen. Das ist schon der Regisseur Klaus-Michael Nix. Der ist sehr nervös, ist seine erste Inszenierung. Und das machen wir noch ein bisschen nervöser, indem ich nämlich erstmal nicht auftrete. Tim, auftritt! Einen haben wir noch. Man muss Regisseure ja auch zwischendrin mal fordern. Tim! Kommen Sie mit. Sag doch mal! So, da sind wir auch schon im Studio des Theater Triers und da drüben sitzen Hauptdarstellerin Antje Herle und Regisseur und Schauspieler Klaus-Michael Nix. Stell ihn einfach mal vor. Also, ich weiß auch genau, dass mein Verlieben war. Das hier ist Antje Herle, seit 2008 im Trierer Ensemble, eine sehr, sehr liebe Kollegin mit richtig was auf dem Kasten. Und den Herrn Nix, den Klaus-Michael, den kennen Sie ja eigentlich als Schauspieler. Das Verrückte ist, es ist seine erste Inszenierung, das wundervolle Zwischending. Und da du jetzt Regisseur bist, musst du den Leuten auch mal erklären, was du in deiner Inszenierung so treibst. Machen wir jetzt hier ein Interview? Oder proben wir? Entschuldigung, du bist jetzt hier 6 Wochen dabei, da kannst du denen auch erzählen, was ist. Aber ich bin in diesem Augenblick Moderator und du bist Regisseur und ich interviewe gerade den Regisseur. Deswegen musst du den Leuten erklären, was los ist. Also. Gerne. Nach 7 Jahren stellen also Anne und Johann fest, dass ihnen ihre Liebe abhanden gekommen ist und sie unternehmen verschiedene Versuche, ihre Liebe wiederzubeleben. Sie beginnen einen Film zu drehen, sich zurückzuerinnern, wie hat das angefangen mit dieser Liebe, um da wieder an den Ursprung zu kommen und unternehmen neue Sachen, um festzustellen, was ist denn Liebe eigentlich? Das Ergebnis können Sie dann sehen am 12.02. in der Premiere von Das wundervolle Zwischenleben. Entschuldigung, bitte keine Privatismen hier, ja? Können wir jetzt anfangen zu proben? Also, damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, ja. Also, unser Stück geht um Liebe. Also gehe ich natürlich auch schuldig. Ich liebe meine Schauspieler. Und unser Lieblingsspiel, das darf ich kurz vormachen, ja. Unser Lieblingsspiel, das ist also, ich habe eine Idee. Oh ja! Was für eine Idee! Wir klettern alle auf die Leiter. Oh ja! Das machen wir! Go! Ja! Oh, ja, 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 ja. Hier sind wir. Aber die Leute denken noch, wir haben eine Klatsche, oder? Ist ja ein Theater. Jetzt komme ich nicht mehr runter. Das ist mein Wochenende auf der Leiter. Ihr seid doch mit der Diener auf der Schanze. Und jetzt? Anmoderation Nachrichten. Tim Doppelpunkt. Und was jetzt? Bekommt den Zettel mit den Nachrichten gereicht. Ah. Nachrichten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Theater Trier, die Nachrichten. So, jetzt befinde ich mich in der Wohnung eines Tänzers. Komisch, gar kein Tanzboden. Elektrik-Trick. Eine kleine Pirouette. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, wo der René steckt. Eine Wohnküche. Sehen. Oh, ihr spinnt doch. Komm, ich helfe dir beim Frühstück machen. Klasse, geht doch. Im März eroberte Tim nicht nur den Schlüssel seines Kollegen René Klötzer, sondern auch die Herzen aller Ballettfans im Sturm. Mit ungeahnter Grazie vollzog er sein erstes Balletttraining an der Stange und deutete mit seiner Bekleidung seine versteckten Vorlieben an. Eine Liebe ohne Hoffnung. Warum sind wir jetzt auf der Bühne? Jetzt beginnt auf der Bühne die Probe für Schwansee. Jetzt beginnt die Probe? Jetzt beginnt die Probe. Und was war das gerade eben? Gerade eben hast du das Training mitbekommen. Das machen wir 6-mal die Woche. 6-mal die Woche? Ja. Und jetzt probt ihr noch? Genau. Das ist ja unglaublich. Ich bin ja jetzt schon total kaputt. Nach den 10 Minuten, die ich da mitgemacht habe. Mit René Klötzer gehen wir weiter zur April-Sendung, die stark österlich geprägt war und unseren Moderator ein ums andere Mal in Versuchung führte. Das Thema dieser Sendung war jedoch Stimmen. Herr Stöneberg interviewte unter anderem die Opernsängerin Evelyn Chesler, die Wirtin aus der überaus erfolgreichen Operette im Weißen Rössel. Aber er hatte auch die Idee, sich als Chorsänger zu bewerben. Die Beweise liegen vor. Und am 19. April hat der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni Premiere. Unbedingt anschauen. Und bevor wir da jetzt reinschauen, was machst du da? Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Evelyn. Vielen Dank, das war ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Danke auch. Also ich als Schauspieler, ich singe ja jetzt auch in Männer. Und wo ich dich gerade mal hier habe, darf ich dir einfach mal vorsingen und dann schauen wir mal, was da bei mir irgendwo liegt oder nicht liegt. Ja, das kannst du gerne tun, freue ich mich sehr. Okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus. Vielen Dank, Jens. Gerne. Also, ich singe einfach mal was, ja? Ja, leg einfach mal los. Okay. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. You have made my life complete and I love you so. Ich hab noch einen, warte. Sag's, hey, was hast du bloßes? Das geht auch nicht, warte mal. Well, it's a one for the money, a two for the show. Oh, oh. Alle meine Ähnchen schwimmen auf dem See. Ja. Wir können ja einfach mal ein paar Einsingübungen machen und dann üben wir zusammen und dann gucke ich, wie die Stimme funktioniert. Wie wäre das? Ja, dann, was soll ich machen? Do, 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 do. Du, 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 du. Do 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 do. Und weil ja Ostern ist, können wir noch was mit Ei machen. Ei, 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 ei. Ja, das hat doch Laune. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei.
Vielen Dank, Jens. Also ich glaube, ich bleibe beim Schauspiel erstmal noch und vertraue auf meine raue Stimme. Aber vielen Dank, dass ich mal mitmachen durfte. Gerne. Und mein Vorsingen war jetzt nicht der Bringer, deswegen werde ich dann mal zurück zur Schauspielerei gehen und da singen. Ja, aber wir haben Ostern und damit du heute nicht ganz mit leeren Händen nach Hause gehst, habe ich noch was mitgebracht. Vielen Dank. Ich danke dir, Tim. Erstmal mal kurz zur Auftritt in des Teufels General. Und jetzt gehen wir mal den Regisseur besuchen. Und zwar ist das Horst Ruprecht. Der wartet nämlich gegenüber vom Theater im Asterix. Und da muss ich hin. Was ist denn das? An den Osterhasen. Reklamation. Sehr geehrter Osterhase, ich hatte Sie deutlich darauf hingewiesen, dass ich keine Gelee-Eier mag, weshalb ich in meinem Osternest nun trotzdem nichts anderes als Gelee-Eier vorgefunden habe, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mich an den geeigneten Stellen über Ihre Unachtsamkeit beschweren werde. Mit freundlichen Grüßen, Marie-Louise. Ja, Gelee-Eier, das mag ich auch nicht. Das muss Marie-Louise sein. Recht hat sie. Gelee-Eier. Die Nachrichten. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Nachrichten. Am 24. April heißt es wieder Poetry Slam, Dead or Alive. Auch diesmal kann es nur einen Gewinner geben. Ist es ein toter Dichter oder ein lebender Bühnenliterat? Den letzten Poetry Slam konnte ich leider nicht gewinnen. Aber da habe ich auch gar nicht mitgemacht. Verstehen Sie? Die anschließende Mai-Sendung war irgendwie traumhaft. Sie bedeutete zwar auch den Abschied von vielen liebgewonnenen Gewohnheiten und Personen, aber ist ein Abschied nicht immer auch die Chance auf ein Wiedersehen? Dieses geschäftige Gezwitscher. Dabei fällt mir ein, wir haben ja noch eine Menge vor heute. Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Rampenfieber, dem Magazin des Theaters Trier. Heute werfen wir einen Blick in die Probe von Einer flog übers Kuckucksnest. Jetzt frage ich mal eine persönliche Frage. Ich meine, Sabine Brandauer ist ja deine Partnerin. Ist das nicht verrückt, dass man auf einmal auf der Bühne dann mit seiner Partnerin eigentlich was ganz anderes spielt als privat? Ja, das weiß man ja nicht. Hingerissen von den blendenden Aussichten im Frühjahr ließen sich unser Moderator und sein Chef zu einem gewagten Ausflug ins Grüne verleiten. Das war's schon wieder mit der Mai-Ausgabe von Rampenfieber. Vielen Dank fürs Zuschauen und machen Sie es gut oder machen Sie es besser. Gehen Sie ins Theater.
wir Tim-Ulrich Stöneberg. Tim! Was? Da können wir jetzt endlich anfangen. Ja, wie anfangen? Ja, das Sofa muss raus im Garten. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Bremen, so heiß und Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles lieb, so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Fertig.